Meine Damen und Herren, ein paar weniger als vor einer Woche. Ich bin ganz sicher, das liegt nicht an das Thema und nicht an unseren Referenten. Mein Kollege Professor Nestmann, der natürlich so bekannt ist hier am KIT, und ich sehe einige KITlerinnen und KITler. Da brauche ich Ihnen nicht vorzustellen. Ich werde das natürlich aber nachher tun. Für diejenigen, die Herrn Nestmann nicht kennen, er ist Leiter des Instituts für Wasser- und Gewässerentwicklung. Und ich werde, wie gesagt, ihn nachher näher vorstellen. Wir haben gerade auch hier geplaudert und gesagt, mit dem Wetter, mit dem Fußball. Wir haben auch gestern Abend selbst eine Veranstaltung gehabt. All diese Faktoren neigen vielleicht dazu, ein paar dann in Entscheidungsschwierigkeiten zu bringen, wenn es heißt, ist der Hörsaal vielleicht gekühlt oder nicht gekühlt. Aber jedenfalls, wir sind sehr froh, dass Sie alle da sind. Und ich bin ganz sicher, wir werden auch eine sehr lebhafte Diskussion nach einem bestimmt sehr spannenden Vortrag auch haben. Das Thema Wasser ist im Rahmen des Colloquium Fundamentale kein gänzlich neues Thema, das wissen Sie. Bereits unsere Abschlusspodiumsdiskussion Wasser für alle zwischen Wirtschaftsgut und Menschenrecht des vergangenen Semesters setzte sich mit der Ressource Wasser auseinander. Die Diskussion damals stand vor allem unter dem Zeichen der noch recht neuen UN-Resolution aus dem Jahr 2010, welche Wasser zum Menschenrecht erhob. Eine konkrete Umsetzung des Menschenrechts ist aber, das wissen wir alle, leider noch lange nicht Realität. Auch der Umweltgipfel Rio Plus 20, der von Mittwoch bis Freitag diese Woche tagt, zeigt, dass einerseits so viele Menschen wie nie zuvor Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, andererseits noch immer für etwa ein Sechstel der Menschheit große Defizite bestehen. Wie schwierig Veränderungsprozesse sich gestalten, zeigt sich erneut ebenfalls an einem Beispiel des Umweltgipfels. Es ist leider nicht sicher, ob das als Zwischenschritt gedachte Abkommen für einen verbesserten Schutz der Ozeane und eine verbindliche Ausweisung von Schutzgebieten zustande kommt. Und vielleicht haben einige von Ihnen die eher ernüchternden Kommentare heute Morgen von Klaus Töpfer gehört, der auch uns nicht allzu viel erwarten lässt. Aber das ist nicht heute unser Thema. Unser Thema ist Trinkwasser. Um das Ziel Wasser für alle umzusetzen und nicht nur Trinkwasser, fehlen vor allem in wasserarmen Regionen noch immer die nötigen Methoden und Technologien. Heute werden wir das Thema Wasser daher aus eher technisch-wissenschaftlicher Sicht angehen und die Frage behandeln, wie es zu schaffen ist, Wasser langfristig für alle Menschen, auch für die künftigen Generationen, zugänglich machen zu können. Sie werden aber auch entdecken, im Rahmen von Professor Nestmanns Projekten spielen die lokalen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten ebenso eine bedeutende Rolle. Franz Nestmann hat schon sehr früh erkannt, welche Wirkung diese für die erfolgreiche Akzeptanz und Umsetzung seiner Projekte haben. Wie schon in unserem Reihentitel, nachhaltig aber wie angedeutet, stellt der Gedanke der Notwendigkeit, nachhaltige Entwicklungen erreichen zu müssen, um die Welt, in der wir leben, auch für künftige Generationen sichern zu können, für die Mehrzahl der Menschen eine Selbstverständlichkeit da. Immer diese Diskrepanz im Kopf, Selbstverständlichkeit. Aber wie und wie ändern wir unsere Prioritäten in Politik, im Handeln und so weiter? Also es bestehen Unsicherheiten und sicherlich zuhauf auch Argumentations- und Diskussionsbedarf im Hinblick auf die Art und Weise, wie diese Ziele zu erreichen sind. Der Weg und vor allem die praktische Umsetzung liegen für die meisten noch immer im Dunkeln. Und ich kann gerade noch mal hinweisen auf Professor Rademacher. Vergangene Woche in seinem Vortrag betonte er, ist es von entscheidender Wichtigkeit, auf dem Weg zu einer Welt in Balance Innovation vor allem auf technischem Gebiet zu schaffen. Und sicherlich werden wir uns mit vielen weiteren grundlegenden Fragestellungen auseinandersetzen müssen, aber das nicht in diesem Semester. Nach den beiden einführenden Vorträgen in die Thematik wird sich die Reihe ab heute in den drei kommenden Vorträgen
daher erst eher mit der praktischen Seite der Erreichung nachhaltiger Entwicklungen widmen. In den Vorträgen werden konkrete Beispiele aus verschiedenen Bereichen der Forschung des KIT präsentiert werden, die auf sehr unterschiedliche Weise zur Schaffung von Nachhaltigkeit beitragen. Wie Professor Rademacher betonte, bergen Innovationen eine enorme Kraft in sich, die Situation von Menschen entscheidend zu verbessern. Es sind genau solche Innovationen, die Professor Nessmann seit vielen Jahren am KIT vorantreibt und auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft somit praktische Lösungen für bestehende Probleme findet und umsetzt. Ich brauche es hier nicht zu sagen, aber trotzdem werde ich das auch erwähnen. Ein großer Wegbereiter in Sache Wasserwirtschaft, der für viele Ingenieurgenerationen nach ihm noch Vorbildcharakter hat, ist Johann Gottfried Tulla, ein Sohn Karlsruhes. Die durch ihn geplante und zum Teil durchgeführte Rheinbegradigung stellt ein noch heute beeindruckendes Beispiel dar, wie man durch innovative Ideen, gepaart mit der Durchsetzungskraft, Visionen auch umzusetzen, eine ganze Region nachhaltig verändern kann, auch wenn manches davon unter Naturschutzgesichtspunkten sicherlich heute etwas anders und auch kritisch gesehen wird und diskutiert wird. Interessant aber am Beispiel Tulla ist vor allem, dass schon damals viele politische Überzeugungskraft vonnöten war, um das Großprojekt zu realisieren. Auch heute gilt es oftmals bei internationalen Kooperationen, politische Grenzen zu überwinden, um ein erfolgreiches Projekt voranzutreiben. Es sind jedoch noch weit mehr Hürden zu nehmen, ich nenne nur einige. Interdisziplinäre Kooperationen zwischen verschiedenen Institutionen müssen geschaffen werden. Vertreter von Ministerien, öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen, Wasserversorgungsunternehmen, Ingenieure und Naturwissenschaftler tragen gemeinsam zum Gelingen bei. Darüber hinaus wird es immer offenkundiger, wie wichtig es ist, neben Ingenieuren auch Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler mit ins Boot zu holen. Und ich weiß, wir werden einiges auch dazu von Herrn Nessmann hören. Heute Abend steht das Thema unter dem Titel Wasser für Menschen mittels Energie aus Wasser. Und wir sind natürlich auf dieses sicherlich sehr innovatives Wasserprojekt also gespannt. Ich darf Franz Nessmann ein bisschen näher vorstellen. Er studierte Bauingenieurwesen an der Universität Karlsruhe, wo er auch 84 promovierte. Bitte sagen Sie mir, wenn ich was Wesentliches nicht richtig gemacht habe. Und seit 1994 ist er Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft tätig. Er ist zudem geschäftsführender Direktor des Instituts für Wasser- und Gewässerentwicklung und Leiter des Bereichs Wasserwirtschaft und Kulturtechnik des KIT. Des Weiteren ist er Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats für das Verbundforschungsprogramm KLIWAS, Klima- und Wasserstraßen beim Bundesministerium für Verkehr, Bauwesen und Wasserstraßen beim Bundesministerium für, seit 2010 ist er Präsident des Wasserwirtschaftsverbands Baden-Württemberg. Im Laufe seiner wissenschaftlichen Tätigkeit initiierte Nessmann bereits zahlreiche Verbundprojekte zur Wasserwirtschaft und dem Hochwasserschutz in vielen Flussgebieten und entwickelte dabei Verfahren und Vorgehensweisen eines operationellen Hochwasserschutzes. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit in den letzten Jahren, und davon werden wir auch einiges hören, lag auf dem Bau einer unterirdischen Wasserförderanlage in den Karsthöhen der indonesischen Insel Java, deren Pumpen mit der vorhandenen Wasserkraft betrieben werden. Ähnliche Projekte in Wassermangelgebieten wie Nordvietnam und Thailand sind bereits in Planung. Für seine herausragenden wissenschaftlichen Forschungsleistungen auf den Gebieten Planung, Bau und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, dem Hochwasserschutz, der Wassergewinnung und dem Schutz des Naturraumes erhielt Nessmann unter anderem den Hektar-Forschungspreis. Ich bin sicher, ich habe einiges nicht gesagt und Franz Nessmann hat sehr viele Publikationen. Ich kann nur raten, dazu
auf seine Publikationsliste zu schauen. Wie immer weise ich darauf hin, bevor ich das Wort abgebe, dass die Studierenden bitte nachher sich eintragen. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf einen sicherlich hochinteressanten Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Geht nicht? Haben Sie das nicht eingeschaltet? Ja. Also, guten Tag, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es wird bestimmt gleich funktionieren. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen worden bin zu diesem Vortrag und ich hoffe, dass ich Ihnen auch einige spannende Minuten hier und Zeit hier geben kann, um über das vorzutragen, was wir zusammen mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem KIT, ich betone aus Campus Nord und Campus Süd, hier seit dem Jahr 2001 speziell in Zielrichtung Indonesien ja erarbeitet, durchgeführt und auch realisiert haben. Ich möchte darüber hinaus feststellen, dass diese Arbeit gepaart ist mit weiteren Projekten, die wir in Russland durchgeführt haben und die wir jetzt, nachdem wir am Freitag die Zusage für ein Vietnam-Projekt bekommen haben, dann in demnächst auch in Vietnam durchführen werden. Ich werde darüber auch im Rahmen des Vortrages einige Bemerkungen verlieren. Ja, zum Thema Wasser für Menschen mittels Energie aus Wasser, da werden Sie im Rahmen des Vortrages feststellen, dass ich jetzt hier nicht nur für meine eigene Fachrichtung, nämlich die Ingenieurwissenschaften, reden darf, sondern Sie werden feststellen, dass das hier ein Verbundprojekt ist von derzeit insgesamt 8 Instituten aus dem KIT, einem weiteren Institut von der Universität Gießen. Da nämlich arbeiten uns die Sozialwissenschaften zu und dann sehr vielen Industriepartnern, mit denen wir letztendlich dieses Projekt überhaupt haben, realisieren können. Nun zunächst einmal ganz allgemeine Hinweise, zum Thema Wasser. Ich sehe das Wasserthema gepaart mit vielen anderen Themen. Wenn ich zunächst einmal das tue, um nur aus der Sicht der Ingenieurwissenschaften hier einen Beitrag zu leisten, so sehe ich zumindest immer die Paarung zwischen Wasserstrukturen und regenerativer Energie. Und genau auf diesem Sektor versuchen wir eben auch mit den Geowissenschaften und den Sozialwissenschaften dann in die Umsetzung zu gehen. Nun, alle drei Themen sind aber auch gepaart in der Tatsache, dass sie einerseits eine große Wirkung auf unseren Lebensraum haben, nämlich Wasser nicht nur als Trinkwasser, sondern eben auch als Anreiz für Erholung, auch als Anreiz für Natur und Schönheit, die Strukturen für unsere Mobilität und unser Wohlbefinden auch im Leben und die Energie eben als Basis unseres Lebens, aber allen dreien ist auch gemein, dass sie sehr großen Gefahren unterlegen sind, dass wir also Hochwasserdürre, dass wir Naturkatastrophen haben, die Strukturen nicht standhalten und dass wir eben auch regenerative und auch Energiefragen haben, wo wir eben auch tatsächlich im Katastrophen eben einen große Unglücke darstellen lassen. Nun zunächst einmal der Einfluss unserer Hydrosphäre, Wasserwirtschaft im gesamten Lebensraum, den sehe ich umgeben von drei wesentlichen Themenstellungen, nämlich einmal dem Thema Klima. Nämlich das Klima bestimmt, auch die Klimaänderung bestimmt mit ganz starker Weise eben auch die Niederschläge, die Extrembedingungen auf der Erde, wie wir sie heute zum Beispiel im Küstenschutz sehen, nämlich die Küstenerosion, auch die Erosion in unseren Fließgewässern nimmt dramatisch zu, weil die Extremabflüsse und die Extrembelastungen zunehmen. Wir haben darüber hinaus eben die Paarung zur Gesellschaft. Ich sagte schon, Wasser ist eben die Grundlage unseres Lebens und mit dem Wasser gibt es auch Fragen zur Koexistenz, zur friedlichen oder kriegerischen Koexistenz, wie wir sie in vielen Erdteilen bereits erleben. Die Technologie, das Wachstum, die Politik sind in hohem Maße davon auch betroffen. Und dann eben last not least die Energie. Und Sie können alle drei Themen auch in die Mitte stellen und dafür das Wasser nach außen nehmen. Aber alle vier hier genannten Themen sind ganz eng miteinander verknüpft. Und das genau möchte ich auch von Anfang an hier zur Voraussetzung und Grundlagenbedingung machen. Muss ich hier etwas näher rangehen? So, ja, wir haben, ich hatte gerade angesprochen, auch große Fragestellungen eben aus den Naturkatastrophen heute an den Küsten zu erleiden. Und wir sind derzeit auch dabei, im Bereich des Mekong-Delta zum Beispiel solchen Fragen nachzugehen. Das Mekong-Delta hier
die neuen Drachen, wie man sie nennt, das sind die aufgesplitteten Arme des Mekong, des unteren Mekong, so wie er dann eben in das Meer einfließt. Dieses Thema hier bringt vor allen Dingen Brisanz hinein durch Küstenerosion. Küstenerosion wiederum rückwärts gesehen ins Land Landverlust und damit Lebensraumverlust. Und wenn man weiß, dass solche Gegenden zum Beispiel für das Land Vietnam auch tatsächlich die Lebensgrundlage darstellen, weil nämlich das Mekong-Delta letztendlich die Wiege dort für die Landwirtschaft, auch für den Reisanbau ist, dann können Sie sich vorstellen, dass es unbedingt notwendig sein wird, dass man solche Gegenden erhält. Aber ich muss deutlich machen, dass diese Dinge, die auf einmal in starkem Maße festgestellt werden, nämlich zum Beispiel wie hier bildlich dargestellt, die Küstenerosion, sind nicht nur naturgetrieben. Wir müssen auch ganz klar sehen, dass sie auch menschengetrieben sind, denn solche Dinge müssen auch zum Beispiel auch auf politischem Wege, auf politischer Weise in Wechselwirkung gesehen werden, zum Beispiel mit dem Tun der Menschen im oberen Mekong. 2.000, 3.000 Kilometer oberhalb werden nämlich im Mekong derzeit sehr viele Staustufen gebaut und damit wird eigentlich ein solches Drama, wie es sich jetzt in den nächsten 50 bis 100 Jahren im unteren Mekong abspielen wird, das kann mit Sicherheit sagen, darstellen, weil nicht dieses Wasser, was hier zurückgestaut wird, größtenteils für die Bewässerung genutzt wird. Das heißt, dem Mekong fehlen unten dann die mittleren Abflüsse. Die Sedimente werden nicht mehr durchgelassen. Das Mekong-Delta verliert an der Küste die Sedimente und keine Sedimente kommen nach. Genau solche negativen Tiefbilanzen führen dann eben auch zu menschengemachten Katastrophen. Dieses Beispiel möchte ich hier mal voranschieben. Ja, und deswegen sind sie auch nicht nur klimabedingt, sondern wir müssen auch daran denken, dass wir auch menschengemachte Fragestellungen in der Energie versuchen zu lösen. Und deswegen hier auch ein ganz kurzes Chart aus den Energiebereichen, das habe ich jetzt gemacht, aus den Energiebereichen, nämlich Sie sehen hier mal aufgetragen, den Energienwandel von 1750 bis in die neue Zeit mal eingetragen. Sie sehen das Blaue, das war mal regenerative Energie in unserer historischen Vorzeit. Gerade der Schwarzwald ist die Wiege der Wasserkraft. Die Schwarzwaldgebiete wurden einstmals erschlossen im Rahmen von kleinen Stauanlagen an den Bächen und damit von Mühlrädern und Sägen in den Tälern drinnen. Der Übergang war die industrielle Revolution, wo plötzlich dann eben auch neben den regenerativen plötzlich auch nicht regenerative Energiequellen in hohem Maße hinzukamen. Und Sie sehen, an dieser Stelle, hier stehen wir jetzt, wir stehen am Wandel, gerade auch ist eine Konferenz wieder, die darüber berät, wie schnell wir eben von den nicht regenerativen in die regenerative Energieversorgung zurückgehen müssen in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Und genau hier stellen sich ganz gewaltige Anforderungen auch an die Technologien, auch an das Mitziehen der Menschen, denn hierzu wird nicht nur notwendig sein, regenerative Anlagen aufzubauen, sondern es geht auch um Netzfragen, es geht um Regelung, Steuerungsfragen, es geht um den Kontext, wie werden Windkraft, Photovoltaik und viele Anlagen im Kontext überhaupt betrieben, damit wir hier eine sichere Stromverteilung haben und vieles mehr. Wir müssen aber dabei auch sehen, was macht die Weltbevölkerung. Sie sehen, die Weltbevölkerung nimmt in einem dramatischen Maße zu und letztendlich auch diese Zunahme, nämlich dieser mal x Menschen, die immer wieder dazukommen, bedürfen ja auch wieder x mal so viel Energie und x mal so viel Wasser. Und gerade diese dramatische Zunahme, nun, die haben wir nicht in unseren Kreisen unbedingt so sehr stark zu befürchten, aber genau eben in den Ländern, wo heute bereits Mangel schon an Wasser und Energie in extremem Maße vorhanden sind. Und deswegen möchte ich mich genau mit unserem Thema heute in ein solches Gebiet begeben, mit der Vorbemerkung, dass wir eben auch als Wissenschaftler heute weiß Gott nicht mehr bei den einfachen Darstellungen sind, alles an mittleren Werten, an mittleren Temperaturen und an mittleren Größen möglichst auch in einer großen Skalierung aufzuhängen, sondern wir sind heute eben daran auch interessiert, kleinskalig auch die Mikroprozesse zu verstehen. Wir gehen also in ganz andere Bereiche hinein, wo auch die statistischen Variabilitäten und viele Extremalwerte und so weiter in vieler Weise eben auch Risiken eine große Rolle spielen. Und das alles macht eben auch die Sache viel komplizierter. Das heißt eben, die größere Komplexität, die wird natürlich auch in der Zukunft eine viel größere Unsicherheit in den Projektionen, gerade was Risiko bei Hochwasser auftreten und so weiter darstellt, eben auch für uns bringen. Und das genau ist auch die Basis, warum hier auch im KIT so viele Wissenschaftler an diesen Themen beschäftigt sind. Nun komme ich zum Wasserthema. Das Wasserthema ist für mich ein Thema, das ich immer wieder überschreibe vom Wasserüberfluss zur Wassernot. Denn beides tangiert uns. Entweder die Menschen haben in gewissen Regionen so viel Wasser, dass sie in dem Wasser ertrinken, oder sie haben so wenig Wasser, dass sie eben an dem Nichtwasser, das sie haben, verdursten. Und das Thema ist vor allen Dingen auch eben wiederum gepaart
mit dem steigenden Energiebedarf, gerade Energie aus Wasser, eben eine regenerative Größe, steht dem gegenüber eben dem Wechsel eben in dem Wasserdargebot bis hin zur Dürre. Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2002 nach der schweren Elbe-Hochwasserkatastrophe im darauffolgenden Jahr eine europaweit große Dürre, die eigentlich schlimmer war als die Elbe-Katastrophe. Ich glaube, niemand von uns hat das in dieser Weise wahrgenommen. Aber wirtschaftlich wurde das wahrgenommen, sehr wohl in ganz Europa. Man sprach nur nicht darüber. Dann das Bevölkerungswachstum, ich sprach es schon an, bedarf einer guten Wasserversorgung, nicht nur der Wassermenge, sondern wenn wir die Wassermenge bereitgestellt haben, sind andere Kollegen dazu da, auch die Wasserqualität, nachher auch für die gute Abwasserqualität zu sorgen. Sie sehen also, hier ist ein ganzer Blumenstrauß von Kollegen notwendig. Und daran angekoppelt sind natürlich hier auch steigende Flächen, Rohstoffbedarf, zum Beispiel eben für Lebensmittel. Und Sie sehen hier auch noch ein relativ lustiges Bild hier, das können Sie zwar nicht alles lesen, Hochwasser, hier auf dem Bild steht, hier entstehen 6 Reihenhäuser. Sie sehen also, auch in unseren Regionen gibt es durchaus Fehlplanungen und genau solchen Fehlplanungen, den wollen wir eben vorbauen. Nun, meine Tätigkeit in der Tat in den letzten 15 Jahren und auch davor bezieht sich sehr stark auf Ostasien. Ich kam hier in die Hochschule 94 und als junger Hochschullehrer, da denkt man, die Welt öffnet sich nach Westen, für mich hat sie sich nach Osten geöffnet. Ich bin ab 1991 bereits, bevor ich herkam, in einem 8-jährigen Pakistan-Projekt verstrickt gewesen bis 2001, bis eben der Crash damals in New York war, damals hat mir das Projekt zum Glück auch fertig, es wäre dort auch viel zu gefährlich geworden. Und dann haben mich Studierende im Jahr 1996 erstmals nach Indonesien geholt für Vorlesungen und 1999 kam es dann nach einem Vortrag zur Frage von einigen Ministern, ob wir nicht bereit wären, mit ihnen zusammen in einem extrem schwierigen Gebiet auf Wassersuche zu gehen. Und dieses Gebiet, das liegt in Mitteljava. Sie sehen also hier einen Teil der Insel Java, die natürlich sehr viel größer ist. Und Jakarta liegt ungefähr hier oben in der Ecke, damit Sie die Orientierung haben, also Australien hier unten. Und an dieser indischen Ozeanküste, da liegt ganz in der Nähe Yogyakarta, in dem Land Special District of Yogyakarta. Hier ist übrigens einer der letzten Sultane tätig als Gouverneur, Sultan Hamengkubuwono, der auch Schirmherr unseres Projektes ist. Und vielleicht können Sie sich noch an das Städtchen Bantul erinnern. Im Jahr 2006 ist in Bantul, also inmitten eigentlich am Rande unseres Projektgebietes, das folgenschwere Erdbeben mit über 6.500 Toten gewesen, das wir auch zu erdulden hatten, nämlich hier in unserem Karsthöhlengebiet, von dem ich nun sprechen möchte. Hier in diesem etwa 1.500 Quadratkilometer großen Gebiet, da gibt es Karsthügel aus Kalk, die aus Verwitterungskarst bestehen und ursprünglich mal Riffkalk waren. Diese Gebiete lagen ursprünglich mal unter dem Ozean und wurden über die Jahrmillionen an Land gedrückt. Nun, Riffkalk ist wasserlöslich, aber nur in langzeitigen Prozessen, sodass eben dieses Gebiet, hinterlagert von einem Gebirge der Batu-Ragung-Kette, dass dieses Gebiet sozusagen einen Schirm, einen Schutzwall von Wasserläufen zum Indischen Ozean darstellte. Und über die Jahrtausende hinweg haben sich durch dieses Karstgebiet Flüsse hindurchgelöst und in diesem Karstgebiet entstanden Tausende von Höhlen. In diesem Karstgebiet ist es so, wie Sie es hier sehen, wir befinden uns etwa hier an dieser Stelle in Pribin bei Vonosari. In diesem Gebiet herrscht über die Jahrhunderte hinweg ein toller landwirtschaftlicher Anbau. Die Berge sind terrassiert, jeder Bauer hat sozusagen seinen Berg im Garten. Man hat dort eine tolle Landwirtschaft, aber über einem halben Jahr hinweg haben wir eben Dürre. Und wir stellen auch gerade in den letzten 10 Jahren fest, dass in der Nähe, das ist ja in der Nähe vom Äquator gelegen, dass hier auch die Klimaänderung durchschlägt. Wir hatten in den letzten 10 Jahren die Anhäufung von 7 Halbjahreszeiten, wo tatsächlich nichts mehr an Regen fiel. Die Menschen hatten dann nicht nur 10 Liter pro Kopf und Tag, sie hatten sogar 5 Liter pro Kopf und Tag und weniger für ihre Wasserversorgung. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten für alles, wozu Sie Wasser brauchen am Tag, einschließlich des Waschens, Toilette und allem, und Essen und Trinken, weniger als 5 Liter pro Kopf und Tag. Die Vorstellung, der wird man sehr schnell gedanklich nahe kommen, wenn man eben im Gebiet ist, dann ist alleine schon die Frage, welches Wasser ich trinken darf, schon von höchster Bedeutung für die Gesundheit. Nun, das Problem, das daraus entsteht, ist für den Sultan, dass die Menschen fliehen. Die Menschen wollen alle nach Yogyakarta, die Stadt platzt aus den Nähten. Yogyakarta hat inzwischen auch ein Problem mit der Wasserversorgung, weil sie müssten eigentlich 2 Kubikmeter pro Sekunde bekommen das aber nicht, um alle Menschen zu versorgen.
Und deswegen sind wir in diese Gegend gegangen, um einerseits zu versuchen, dort neue Wasserressourcen zu erschließen und andererseits die Menschen in der Landwirtschaft zu halten, um andererseits eben auch Yogyakarta vor der Überbevölkerung zu schützen. Nun, Sie sehen hier oben dazu mal ein kleines Schemabild. Dieses Riffkalkgebiet ist also tatsächlich so durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Sie können also in das Gebiet oft in kleine Löcher einsteigen, runterklettern, 100, 200 Meter an steilen Wänden in die Dunkelheit und werden dann möglicherweise entweder trockene, aber manchmal auch sehr stark mit Wasser gefüllte Höhlen finden, währenddessen an der Oberfläche, an der Erdoberfläche Dürre, Trockenheit und hohe Temperaturen herrschen. Das Land ist übrigens sehr schön. Die mittlere Höhe dieser Berge ist etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, das Gebiet ist relativ flach. Und der Wasserkörper selber des Süßwasserbereiches, der ist immerhin in den meisten Teilen noch etwa 50 bis 200 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, sodass wir also nicht mit Salzwasserintrusionen von der Meeresseite zu rechnen haben. Nun, wir haben dieses Gebiet, nämlich Peter Oberle, ein Mitarbeiter von mir, der inzwischen die Abteilung für Numerik in meinem Institut leitet. Er und ich, wir haben im Jahr 2001 vom BMBF eine Machbarkeitsstudie finanziert bekommen, haben uns Ausrüstung gekauft, haben hier trainiert, klettern und solche Dinge und sind dann in solche Höhlen mit einem einzigen Indonesier eingestiegen. Ich sage mit einem einzigen, und das ist auch schon ein kulturelles Problem, die Menschen meiden die Höhlen. Die Höhlen sind Mythos, sie sind dunkel, sie sind tief, da gehen die Menschen nicht rein. Von den Indonesiern, obwohl das das größte, küstengrößte Land der Erde ist, können 95% der Menschen überhaupt nicht schwimmen. Und all diese Dinge, all diese Randbedingungen trugen dazu bei, dass es nur einen einzigen Indonesier gab von einer Behörde, der überhaupt einige Höhlen kannte und der mit uns damals in diese Höhlen gegangen ist. Das war also schon, da fing also auch schon für uns das sozialwissenschaftliche Problem an. Und wir haben sehr viele Höhlen, darüber kann ich jetzt nicht reden, das würde viel zu lange dauern, untersucht. Und wir haben etwa aus 80 Höhlen, die wir in relativ kurzer Zeit im Rahmen von 2 Jahren untersucht hatten, haben wir eine Höhle rausgesucht, die etwa 3,5 Kilometer lang ist und über die ich nun reden möchte. Die Höhle, die hier oben dargestellt ist, die ist nicht in dem Gebiet, sondern die ist hier drüben in Pacitan. Das ist bereits dann schon Ostjava. Diese Höhle hier bereits ist 30 Kilometer lang. Diese Höhle können Sie erreichen durch einen Schacht, der etwa über 150 Meter dann in die Decke einmündet. Und dann kommen Sie hier unten in diese Zentralhöhle. Und was das Eigentümliche ist, ich meine, die Bilder, die Sie hier so sehen, sehen Sie natürlich vor Ort nicht. Das sind Bilder, die mit großen Blitzlichtern gemacht sind. Die Höhlensysteme sind absolut dunkel. Sie müssen also das Licht hier ausmachen und Sie haben nur ein kleines Lämpchen am Kopf. Also diese Beleuchtung haben Sie da vor Ort sonst nicht. Aber wenn Sie dann eben mit den Taschenlampen mal rumleuchten, dann finden Sie oft hier oben an den wunderschönen Stalaktiten frisches Gras hängen. Und wie kommt frisches Gras in so eine Höhle? Und da werden Sie als Wasserwirtschaftler gar nicht wach. Das kann nur reinkommen, indem eine solche Höhle auch im jahrzeitlichen Wechsel des Monsuns mal voll Wasser ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Wasserkörper von 30 Kilometer Länge, vollgefüllt mit Wasser und dann weggelassen zum Indischen Ozean. Nun, das ist eigentlich ein Lebensquell. Den genau wollten wir eben einfangen, um eben über die Trockenheit hinweg auch den Menschen Wasser zu geben. Das war also die grundlegende Idee und das haben wir getan hier in dieser Höhle. Diese Höhle heißt Hua Brevin, wie Sie noch sehen werden. Und diese Gegend heißt Gunung Sewu. Gunung Sewu ist diese Gegend. Gunung Sewu heißt das Gebiet der 1000 Hügel. Das Gebiet der 1000 Hügel, Gunung Sewu. Und wie man da reinkommt, das sehen Sie also hier, es sind oft wunderschöne Spalten, man klettert da nach unten. Um diese Höhlen zu erreichen, haben Sie also öfters auch größere Kletterpartien zu begehen. Und dann können Sie eben diese Höhlen, das sind meistens Linearsysteme, die können Sie kilometerweit folgen, bis Sie möglicherweise zu einem Siphon kommen. Da ist irgendwo das Wasser begrenzt, das kommt dann irgendwo aus dem Berg raus und da kommen Sie nicht weiter. Um da weiterzukommen, müssen Sie durchtauchen, nach oben wie nach unten. Das heißt, die Höhlen sind immer, wenn ich von einer Höhle rede, rede ich von einer Höhle, beginnend mit einem Siphon und endend wiederum in einem Siphon. Natürlich ist das ein Höhlensystem, das sich bis zum Indischen Ozean erstreckt. Und unsere Höhle Gua Brevin ist eine Höhle, die 3,5 Kilometer lang ist, also hier mit dem Siphon beginnt, dann nach Unterstrom das Wasser laufen lässt, wie in einem Gebirgsbach im Schwarzwald, und hier verschwindet das Wasser wieder in einem Siphon. So, und Sie sehen schon hier, war uns von Anfang an die Sache klar, was wir machen wollten. Wir hatten uns einigermaßen informiert über die Abflussverhältnisse in dieser Höhle. Es gab zwar keine Daten, aber wir haben dann über 3 Jahre hinweg mal Daten mit Datenloggern aufgenommen und haben uns dann sehr schnell das Konzept erarbeitet, warum sollte man nicht hergehen, an dieser Stelle in der Höhle, hier wo der Peter steht, einen großen Damm, eine große Mauer einbauen und das Wasser, was hier ankommt, quasi zurückstauen über diese 3,5 Kilometer. Man hätte dann einen großen Wasserspeicher.
Man hätte gleichzeitig an der Stelle einen Druckunterschied von 15, 20 Meter. Wir wussten damals nicht, wie hoch wir stauen können. Überhaupt die Staufrage war das Kritische. Denn immer war die Frage über die 8 Jahre hinweg unseres Projektes bis zum Gelingen, wird die Höhle auch das Wasser halten oder läuft das Wasser vielleicht irgendwo in Klüften aus der Höhle raus? Das war für uns wirklich die spannende Frage, die dann eben auch seitdem sehr viele geowissenschaftliche und sedimentologische Untersuchungen notwendig machte, um eben diesem Risiko aus dem Weg zu gehen. Nun, ein geochemisches Indiz, das mir Thomas Neumann vom Institut für Geochemie dann sehr klar und deutlich erklärt hatte, ist diese dunkle Farbe hier, das ist Mangan. Mangan tritt an die Oberflächen nur in Gegenwart von Wasser. Und das ist dann schon mal ein deutliches Indiz. Es muss also oft Wasser angestanden haben. Es kann also nicht weggelaufen sein. Ein erstes Indiz dafür, dass die Höhle relativ dicht ist. Wir haben daraufhin auch die Höhle an vielen Stellen angebohrt mit 10 cm großen Bohrern, etwa 3-4 Meter in die Höhle rein und haben untersucht aufgrund der Bohrproben, wie das Material in der Homogenität aufgebaut ist. Und eine Sache haben wir gemacht, bevor wir überhaupt angefangen hatten. Wir haben etwa diese 100 dicke Mächtigkeit von Fels vertikal mit einem 20 cm Bohrer durchbohrt, bis er hier in der Höhle an der Decke rauskam, haben dann in die Decke, in dieses Loch, einen Fußball reingeklemmt und den aufgepumpt, damit das dicht wurde, und haben dieses 100 Meter tiefe Loch von oben mit Wasser befüllt. Und über ein Kontaktgerät haben wir dann den Wasserspiegel verfolgt und geschaut, wie lange es dauerte, bis dieser Wasserspiegel in diesem 100 Meter tiefen Loch runtergesickert war. Und tatsächlich, der Wasserspiegel stoppte etwa 7 Meter vor der Innenwandung der Höhle. Was wiederum ein großes Indiz für uns war, dass das System im unteren Bereich hatte dicht sein müssen. Es folgten noch weitere Untersuchungen geophysikalischer Art. Wir haben außen mit Geophysikern Detonationen durchgeführt, haben die Schallwellen durch das System gemessen, um die Dichte des Systems zu bestimmen und damit Rückschlüsse auf die Festigkeit des Felses zu folgern. Aber ich möchte auf diese Dinge nicht zu stark eingehen. Nun, diese Höhle von 3,5 Kilometer Länge hat eine Besonderheit, sie hat einen seitlichen Zugang. Und damit war es für uns möglich, die Höhle von innen heraus auszumessen. Wir mussten ja eine geodätische Messung durch die ganze Höhle, was nicht ganz einfach ist, in so einem wilden, dunklen Gelände durchführen, um dann außen einen Polygonzug zu errechnen und letztendlich den Bohrpunkt zu finden. Denn die Idee war, diese gute Höhle, wie wir sie gefunden haben, anzubohren mit einem Schacht, die hier unten eine Staumauer einzubauen und dann dieses fließende Wasser in der Höhle letztendlich aufzustauen zu einem Wasserstau. Und diesen Wasserdruckunterschied bei fließendem Wasser zu nutzen, um hier unten Energie zu erzeugen. Energie, die genutzt werden sollte, um das Wasser einen Teil des Wassers nach oben zu pumpen, für die Wasserversorgung und dann eben auch noch ein bisschen Strom zu erzeugen, um die ganze Anlage dann auch betreiben zu können. Das war die grundlegende Idee. Nun, was wir natürlich nicht wussten, wie hoch wir den Stau überhaupt hinbekommen würden, eben wegen den prognostizierten möglichen Undichtigkeiten. Und wir wussten auch nicht, wie genau die bis dato gemessenen Abflussverhältnisse, die jahreszeitlichen Schwankungen tatsächlich auch dann über lange Zeiten zutreffen würden. Das waren also für uns relativ große Unsicherheiten. Sie sehen also hier, bereits 2 Jahre nach Beginn der Machbarkeitsstudie hatten die Indonesier eine Prinzipskizze mal aufgestellt nach unseren Vorgaben. Hier sehen Sie also die Mauer, hier sehen Sie die Plattform mit den Pumpturbinen, hier sehen Sie die Rohrleitungen. Das Wasser sollte dann weggepumpt werden zu einem Hochbehälter. Eine sehr einfach erscheinende Anlage. Nun, der Sultan Hamengkubuwono sagte mir aber damals von Anfang an, bringen Sie nur appropriate technology rüber, also nur angepasste Technologie, solche Technologie, dass wenn Sie mal weg sind, die Menschen auch selber betreiben können und auch selber warten können. Und eine normale Turbine, die hat schon ihre Tücken, vor allen Dingen wird die mit einem Rechner betrieben. Also war es für uns die Aufgabe, solche Geräte nicht zu nehmen. Wir haben also neue Systeme dazu entwickelt. Und mit all diesen Anfangsideen gelang es uns dann schließlich 2002 vom BMWF ein wirklich großes Verbundprojekt finanziert zu bekommen. Die Machbarkeitsstudie war also mit sehr großen Bravour durchgegangen. Und man hatte uns dann innerhalb 3 Wochen im Jahr 2002, kurz vor Weihnachten, die Frage gestellt, könnt ihr in 3 Wochen den Antrag stellen? Und wir haben gesagt, ja, wir machen das. Und wir mussten dazu auch die Industriebeteiligung darstellen, denn letztendlich ist dieses Verbundprojekt nicht nur wissenschaftlich, sondern es ist auch ein Technologietransfer, wobei eben auch Wirtschafts- und Industrieeinheiten wie KSB in Frankenthal, Herrenknecht in Lahr und andere eine Rolle spielen, ebenso solche wie auch auf indonesischer Seite. Gesagt, getan, Sultan Hamengkubuwono war also bis dato und von da an her unser Projektbegleiter.
vom BMBF, Herr Dr. Furrer, war an stetser Seite und ich war Projektleiter. Und ich möchte hier auf diesen Herrn hinweisen, das ist Professor Scholz aus Gießen, unser Sozialwissenschaftler, der von Anfang an ein alleiniges Projekt hatte auf diesem Gebiet. Und ich muss deutlich machen, ohne Scholz hätten wir das Gebiet auch von den Menschen her nicht erschließen können. Denn die Menschen brauchten wir in der Befürwortung und auch in der Mitarbeit. Sie sehen dann im Weiteren noch Harald Müller, meinen Semesterkollege und Freund aus dem Massivbau. Dann eben Herrn Günther Schmidt hier drüben von der Geodäsie, Frau Stüben von der Geochemie, Herr Blass vom Holzbau und viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Instituten. Nun, es war von Anfang an ein schönes Verbundprojekt, es war auch ein schönes Arbeiten. Im Jahr 2004 fand dann die Einweihungsfeier statt, inmitten des tropischen Urwaldes. Wir sind also hier sehr weit weg von einer Hauptstraße. Das ist ein Feldweg, der dahin führte, 5 Kilometer lang. Aber Sie sehen hier Hamukubo Bono, den Wissenschaftsminister. Sie sehen den Bubati, den vor Ort Regierungspräsidenten, hier den Wissenschaftsminister Rajasa und viele andere. Und neben mir sitzend sehen Sie Dr. Asnasio Lassmann. Der hatte mich im Jahre 1999 gefragt, ob wir so ein Projekt starten könnten. Er hat in Aachen studiert und ist deswegen auch von Anfang an der deutschen Seite auch sehr, sehr zugetan gewesen. Er ist inzwischen Leiter der obersten Wissenschaftsbehörde in Indonesien und ist direkt dem Präsidenten von Indonesien inzwischen unterstellt. Sie sehen also, und das will ich damit sagen, das Projekt ist von Anfang an ganz oben eingeklinkt. Nur so ist überhaupt ein solches Projekt auch möglich gewesen. Das sage ich also auch in aller Deutlichkeit. So kommen wir ganz kurz zu ein bisschen Technik. Wir sind dann rangegangen von der Wasserseite, dafür war ich Leiter, aber auch zuständig für die Wasserseite. Wir haben uns gesagt, wir bauen keine Turbine ein, sondern wir nehmen eine Pumpe. Wir nehmen eine Pumpe als Turbine, lassen sie rückwärts laufen. Das ist ein ganz einfaches, simples Gerät. Jeder hat eine Pumpe im Garten, mit denen er den Garten spritzt. Wenn Sie quasi in das Wasserrohr, dort wo Wasser rauskommt, Wasser reindrücken würden, dann würden Sie die Pumpe antreiben. Und so eine Pumpe hat aber nur einen Wirkungsgrad von 30%. 30% ist viel zu wenig. Ein indischer Mitarbeiter, der bei mir promoviert hat, hat diese Pumpen auf 85 Grad Wirkungsgrad gebracht in unserem Labor durch hydraulische Optimierungen. Diese Pumpen sind dann später von KSB gebaut worden, direkt gekoppelt über ein Getriebe. Sie werden also angetrieben durch diese Pumpe, durch dieses Wasser, hier 15 Meter Druckhöhe. Das Wasser läuft hier durch und treibt die Turbine an. Diese Kraft wird auf ein Getriebe gegeben, auf eine Hochdruckpumpe. Und diese Hochdruckpumpe drückt das Wasser auf einen Druck von etwa 25 Bar und drückt das Wasser dann 250 Meter hoch auf den Behälter. Das ist also der heutige Zustand. Dann sehen Sie hier eben in unserem Labor diese Optimierung im Rahmen seiner Doktorarbeit, eben diese Hochoptimierung der Pumpen auf 85 Grad Wirkungsgrad. Also eine wirklich tolle Pumpturbine ist das geworden, wie eine käufliche, normale Turbine, nur kostet die nur etwa ein Sechstel von einer Turbine, ist also auch noch sehr billig und sehr einfach in der Unterhaltung. Das Weitere eben, wir mussten den Bohrplatz natürlich auch befestigen, der war mitten im tropischen Urwald. Es wurde von indonesischer Seite eine 5 Kilometer lange Access Road gebaut, die dann sehr schnell eben mit Asphalt übergeben worden war. Und Herrenknecht hatte dann, der normalerweise nur horizontal bohrt durch die Berge durch, der hatte uns versprochen, er baut uns einen Vertikalbohrer mit 2,5 Meter Durchmesser, um da einen Schacht entstehen zu lassen von etwa 100 Meter Tiefe, um später dann in der Höhle auch die ganzen Installationen einzubringen. Das geschah dann im Sommer 2004, die Bohrungen dauerten etwa ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr hatte der Bohrer sich runtergefressen, zum Glück bis in die Höhle, wir haben sie auch genau getroffen. Sie sehen, nach einem halben Jahr war dann der Schacht fertig, diese ganzen Stahlarmierungen, damit keine Steine dann in den Schacht fielen, die haben wir organisiert mit den Indonesiern und auch mit den Indonesiern gebaut, das ist also ein Beitrag der indonesischen Seite. Hier sehen Sie übrigens mal eine geoseismische Aufnahme. Diese unterschiedlichen Schattierungen deuten also unterschiedliche Dichten an, die gemessen worden sind mit Detonationswellen. Wir hatten im Dezember 2004 einen großen Erfolg. Wir haben die Höhle getroffen. Sie sehen hier Peter in der Höhle stehend und Sie sehen hier die Mitarbeiter von Herrenknecht im Schacht stehen. Und dieses Loch wurde dann in den nächsten Stunden dann aufgerissen. Und das war dann quasi der Anfang für unser Projekt. Wir haben dann angefangen und ich will jetzt ja nicht auf Details eingehen, denn so einfach, wie ich es jetzt erzähle, ist es nicht. Sie arbeiten nämlich in einer Höhle, wo immer Wasser ist. Sie können das Wasser nicht aus der Höhle rausbringen, das geht nicht. Sie können keine Seitenhöhle da bauen, sondern wir haben hier
Rohre eingeschwommen in das Wasser. Wir haben die Rohre dann eingebettet in Steine und haben dann langsam das Wasser aus der Baugrube herausgefördert. Sie sehen, das war eine ganz trickreiche Angelegenheit. Das Wasser fließt nämlich seither dann durch diese Rohre. Haben dann da hinten mit einem Sandsackbauwerk sukzessive dann die Welle gedämpft und haben dann eben das Wasser durch die Rohre gedrängt. Und nach einiger Zeit und nach einiger Arbeit wurde dann eben der Rest gefüllt mit Beton. Auch das erzählt sich leichter, als es getan wurde, denn Sie müssen den Beton auch über 150 Meter hier in die Tiefe bringen. Den können Sie nicht runterschmeißen, der muss runtertransportiert werden, sonst entmischt sich ein Beton und dann ist er nichts mehr wert. Und hier sehen Sie bereits die Ausbrüche für die spätere Staumauer. Das ist mit Hand rausgeschlagen in einem der härtesten Steinsmaterialien, die Sie sich überhaupt vorstellen können. 60 Megapascal, wenn Ihnen so ein Wert was sagt. Da gehen die meisten Bohrer dann kaputt. Und wir haben auch zur Festigkeit, Felsfestigkeit hier aus unserer Kompetenz Boden- und Felsmechanik Professor Triantafylidis und Herr Thomas Mutschner, wir haben da also auch sehr viele felsmechanische Voruntersuchungen gemacht, damit später das Bauwerk auch richtig dann im Fels verankert wird. Nun, das Projekt liegt aber in einem Gebiet, wo Erdbeben, Vulkanismus an der Tagesordnung stehen. Und im Jahr 2006 war es dann leider soweit. 2006, ich wollte gerade nach Russland fliegen, unser Projektgebiet, war in den frühen Morgenstunden im Mai zu hören, schweres Erdbeben in Yogyakarta, insgesamt 6.500 tote Menschen. Kurz vorher, zwei Jahre vorher, hat es ja in Banda Aceh über 200.000 Tote durch die Tsunami-Katastrophe gegeben. Auch da hatten wir bereits über unser Netzwerk geholfen. Ja, und wir standen dann erstmal mit dem Projekt natürlich am Rand, nämlich wir konnten unser Projekt auf dieser Basis natürlich im Gebiet nicht weitermachen. Wir haben dann das Projekt für ein Jahr gestoppt, haben dann mit Kap Anamur zusammen eine Hilfsaktion, also die Universität Karlsruhe damals noch, und Kap Anamur hat dann eine Hilfsaktion losgelassen in dem Gebiet und dort Wasser und Lebensmittel verteilt, weil wir dort ein sehr großes Netzwerk haben mit den Behörden, mit der Polizei, mit den entsprechenden Beteiligten eben aus der Regierung und konnten dann eben auch direkt in dem Projektgebiet helfen. Und haben danach auch eine Grundschule erdbebensicher erstmal wieder aufgebaut, um einfach auch zu zeigen, dass auch Bauingenieure nicht nur Höhlen ausbauen können, sondern was anderes, die dann in relativ kurzer Zeit in Klompong für Elementary School, also für Grundschüler dann eben wieder zur Verfügung stand, die dann auch genau zu dem Zeitpunkt dann hier ihre Abschlussprüfung machen konnten. Nun, dieses Bild zeige ich Ihnen bewusst, um Ihnen auch mal zu zeigen, in welcher Dramatik man ein solches Projekt zum Teil macht. Sie sehen hier, ich habe das Bild genannt und bewusst auch in Schwarz-Weiß fotografiert, die Überlebenden und die Toten. Man sieht hier die Menschen anstehen für Wasser. Das Thema ist unser Thema, Wasser. Und Sie sehen hier die Menschen, die eben damals die Erdbebenkatastrophe nicht überlebt haben. Und Sie können diese Menschen genauso projizieren auf die Tsunami-Katastrophe, wo wiederum das Wasser den Menschen auch den Tod gebracht hat. Ein sehr dramatisches Bild. Ich zeige das Bild deswegen, weil ich im vorletzten Jahr der Einser-Kandidat für die Präsidentschaft der Vietnamesisch-Deutschen Universität war. Ich habe diese Stelle letztendlich dann nicht bekommen, weil ich von den Vietnamesen über eine Sicherheitsüberprüfung gerügt worden bin, mit Kap Anamur im Jahr 2006 zusammengearbeitet zu haben. Ich habe dann sehr gerne von dieser Stelle Abstand genommen, denn ich würde heute immer wieder die Entscheidung treffen, mit Kap Anamur dort zu helfen, anstelle dann eben eine Präsidentschaft in der Hochschule anzutreten. Wenn das die Randbedingungen sind für den Aufbau einer deutsch-vietnamesischen Hochschule, dann weiß ich nicht, welchen humanitären Anspruch hier unsere entsprechenden Geldgeber haben. Nun, weiterblickend auf die Höhle hat es damals auch ein Problem gegeben. Wir hatten nämlich Wasser in der Höhle. Das Wasser in der Höhle entstand wohl durch einen Rückstau etwa unterhalb des Siphons, der uns unbekannt war. Und wir haben uns damals eben für eine zweite schwierige Angelegenheit entschieden. Wir sind in den Siphon reingetaucht und haben nach 600 Metern Tauchweg haben wir einen Felssturz gefunden von 1000 Kubikmetern Größe. Hier ist also ein Stalaktit quasi durch das Erdbeben auf den Fluss gefallen. Und jetzt können Sie auch mal eine Diskussion über Risiko starten. Wenn uns vorher jemand mal gefragt hätte, kann es passieren, dass ein Stalaktit ausgerechnet an den höchsten Punkt eines Flusses niederfällt, dann hätten wir gesagt, naja, das wird ja wohl kaum passieren. Das ist eben genau hier passiert. Und diesen Stalaktit wegzubekommen, diesen Rückstau von 3 Metern wegzubekommen, das war nun der nächste Anspruch. Das Projekt hätten wir stecken können zu dem Zeitpunkt. Zumal andererseits Höhlen gegenüber Erdbeben relativ sicher sind, genauso wie Bergwerke.
Höhle sind meistens ellipsoidförmige Gebilde und die sind gegen Erschütterungen unglaublich stabil, weil sich da eine entsprechende Drucklinie im Felsen aufbaut. Also Erschütterungen durch Erdbeben tun den Höhlen eigentlich gar nicht so viel. Das sehen Sie auch an den Altersbestimmungen der Stalaktiten. Die Höhlen existieren schon seit Zehntausenden von Jahren. Dass sowas passiert, ist also ein absoluter Ausnahmefall. Und wir haben dann eben den Weg beschreiten müssen. Wir hatten also hier eine geschlossene Strecke, der Rückstau war dadurch prädestiniert und wir haben dann den Weg beschritten, haben die Sache weggesprengt. Ich selbst habe eine entsprechende Ausbildung bei der Bundeswehr und habe damals eine Lizenz bekommen von Indonesien. Wir haben das dann also mit den Indonesiern unter Polizeiaufsicht, sind wir da hingetaucht, die Polizisten natürlich nicht, und haben das dann vor Ort weggesprengt. So, wir konnten dann endlich weiterbauen. Sie sehen hier die Mauer, wie sie fertig ist, hier auf der Wasserseite, hier auf der trockenen Seite. Wir haben dann angefangen, die optimierten Pumpturbinen einzubauen, zumindest mal eine, um dann einen Einstau durchzuführen. Wir haben 2008 dann die Höhle gestaut. Niemand war im Bereich damals dort, nur Peter und ich. Wir haben dann die Höhle zugemacht, weil keiner dumme Fragen gestellt hat. Und nach 3 Tagen hat man die Höhle mit Wasser voll. 1 Million Kubikmeter Wasser in einer Druckhöhe, wie wir sie nie erwartet hätten, nämlich von über 20 Metern. Und nach einer Woche war es sicher, die Höhle ist dicht. Das war natürlich ein Riesenerfolg für uns und uns sind damals einige Steinbrocken natürlich vom Herzen gefallen. Wir haben danach mit der dann neu angenommenen Druckhöhe haben wir die restlichen Pumpturbinen bemessen. KSB hat die dann gebaut und Sie sehen, die sind dann in Folge dann eingebaut worden. Inzwischen ist das ein Rohrgarten, da unten ein Rohrgewirr sozusagen. Und wir konnten dann eben im Jahr 2008 das erste Wasser über 100 Meter Tiefe hochpumpen, hatten inzwischen aber dann von der Baustelle aus eine 3,5 Kilometer lange Rohrleitung auf einen Berg Kaligoro gelegt und dort mit den Indonesiern 2 Wasserbehälter von jeweils 500 Kubikmeter Größe gebaut. Und hier sind Sie wirklich auf dem höchsten Punkt in der ganzen Region hier. Hier überblicken Sie also quasi die ganze Gunung-Sewu über hunderte von Quadratkilometern. Und von dort aus, hier wird also das Wasser insgesamt 250 Meter hochgepumpt, und von dort aus wird die ganze Region jetzt, etwa 80.000 Menschen, regenerativ mit Wasser versorgt. Also es ist zur Wasserförderung hier kein Dieselgenerator mehr notwendig, so wie es früher der Fall war. Dieselgeneratoren sind schweineteuer dort, weil die Geldrelation ist eine völlig andere als hier. Und diese Generatoren und weiterhin Dieselgeneratoren verschmutzen die Gegend auch sehr, denn Karstgebiet ist sehr porös. Schmutzstoffe, die sie oben ausbringen, sind in 0,nix auch wieder durchgesickert und unten. Das heißt also auch auf diesem regenerativen Wege wird nicht nur eben Diesel und so weiter und viel Geld eingespart, sondern es wird auch Verschmutzung behoben. Nun, wir betreiben diese Anlage jetzt insgesamt schon seit etwa einem Jahr. Wir haben im Februar 2012 hier 5 parallele Module zwar in Betrieb, aber sie sind jetzt quasi schon ein Jahr fast in Betrieb. Das heißt, wir können nach einem Jahr Betrieb jetzt auch etwas dazu sagen. Nun, was bringt das Ganze? Wir hatten gerade letzte Woche in Yogyakarta ein Gespräch mit den Behörden. Wir konnten ihnen anhand der Wasseruhr, die wir haben, wir wissen also, wie viel Wasser wir gefördert haben, darstellen, folgende Zahlen, ich will sie jetzt nicht genau in Rupia benennen, das wäre jetzt viel zu komplex. Wir haben aufgrund der Wassermenge, die wir bisher gefördert haben, etwa 300.000 Kubikmetern, mal den Wasserpreis, wie es verkauft wird, haben wir eine Einnahme von etwa 2,7 Billionen Rupia. 0,7 Billionen Rupia werden gebraucht, um das Ganze zu warten. Es werden also 2 Billionen Rupia übrig sein, um jetzt das Weitere zu bezahlen. Das heißt, Sie werden die ganze Anlage gewiss amortisieren unterhalb von 8 bis 10 Jahren. Das heißt, es ist eine Anlage, die sich völlig selber trägt. Und jetzt ist es tatsächlich auf der indonesischen Seite die Aufgabe, dem Ganzen einen Betrieb überzustülpen, nämlich auch mit den Behörden festzustellen, wie teuer ist das Wasser, wie wird der Wasserzins dann auch weitergeleitet an diejenigen Leute, die tatsächlich auch das Wasser beschaffen, die Maschinen warten und auch den ganzen Betrieb aufrechterhalten. Das muss jetzt natürlich nachorganisiert werden. Das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aber wie gesagt, 0,7 kostet der Betrieb und die Zahl 2 ist quasi dazu da, um eben auch daraus auch Gewinn zu machen. Ich denke, eine sehr profitable Sache, und wenn es nur 1 Billiarde wäre, ist das immerhin auch noch profitabel. Also die Anlage trägt sich inzwischen selber. Wir versorgen also von dieser Anlage aus, wie gesagt, hier von diesem Berg, diese ganze Region. In dieser Region leben sehr vereinzelt die Menschen und wir sind jetzt dabei, eben in dieser Region entsprechende Rohrleitungen zu verlegen, um die Menschen von diesem Kaligoro-Berg dann eben auch mit dem Wasser, dem köstlichen Wasser hier zu versorgen.
Nun einige Eindrücke noch. Bua Prigin sieht so aus. Es sind auch wunderschöne Eindrücke, wenn man dort ist. Wenn Sie mal in Indonesien sind, sagen Sie es. Ich bin 4-5 Mal im Jahr dort unten. Ich zeige Ihnen Dinge, die haben Sie bestimmt noch nie gesehen in Ihrem Leben. Wir haben also inzwischen ein Projekt, das auf Ingenieurbasis aufgebaut worden ist. Und im Jahr 2008 haben wir beim BMBF einen Wettbewerb gewonnen auf ersten Platz. Wir haben nämlich als IWRM, Integriertes Wasserressourcenmanagementprogramm, haben wir aus 40 Wettbewerbern für KIT Platz 1 errungen. Und wir haben bis 2013 nun ein gesamtes Verbundprojekt in Finanzierung, wo also nicht nur das Ingenieurmäßige, sondern auch jetzt die Wasserverteilung, die Wasserqualität, also auch das Wasser, eben die Aufbereitung des Wassers zu Trinkwasser, dann das Abwasser, der Umweltschutz und letztendlich auf der sozialwissenschaftlichen Seite die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen im Zentrum steht. Dieses Projekt hat also ganz klar im Zentrum nicht letztendlich eine Optimierung irgendeiner Pumpe, sondern letztendlich das zentrale Ziel ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die Menschen im Gebiet zu halten, den Menschen einfach eine Lebensgrundlage zu geben, so wie wir sie ja viel, viel in besserem Maße natürlich in unserem Land haben. Wir multiplizieren derzeit das Projekt, das will ich aber jetzt nur im Schnelldurchgang machen, in Nordvietnam, im Hasian-Gebiet zur chinesischen Grenze, im Kars-Gebiet, wo wir nicht 300, sondern 2000 Meter hohe Berge haben, wo die Höhen nicht 150, sondern 400 Meter tief sind. Aber wir sind inzwischen in einer so tollen Projektgruppe mit Speleologen, Höhlenkletterern und so weiter zusammen, dass wir auch in der Lage sind, in solche Höhlen reinzugehen, um in auch solchen Extremgebieten solche Systeme, Sie sehen also hier die riesigen Höhenunterschiede, anzugehen. Wir haben jetzt bereits 3 Expeditionen in diese Gebiete gemacht, um eben, Sie sehen, den Menschen, die jetzt das Wasser noch vereinzelt über kleine Wasserfassungen letztendlich in Eimer bevorraten und nutzen. Hier zum Beispiel, die Regierung hatte mal vor Jahren das Programm der 100 oder 1000 Tontöpfe gehabt. Diese Tontöpfe sollten quasi Regenwasser aufsammeln. Sie können sich vorstellen, durch diese kleine Öffnung, wie viel Regenwasser da reinkommt. Und vor allen Dingen, wenn der Tontopf halb voll ist, wie dann das Regenwasser nach 2 Wochen bei Sonnenbestrahlung und entsprechender Belüftung aussieht. Aber Sie sehen auch eben die Armut der Menschen dort. Und hier sind wir bereits mit den Vietnamesen, mit sehr guten Geowissenschaftlern, muss ich sagen, dabei, eben ein neues Projekt vorzubereiten. Hier einige Eindrücke. Auch dort wird das Wasser zum Teil heute mit Dieselgeneratoren rausgepumpt, schweineteuer, für die Menschen eigentlich gar nicht bezahlbar. Sie sehen auch hier, in diese Systeme reinzukommen, gar nicht so leicht, denn Sie müssen hier 50, 100, sogar 400 Meter tief überwinden und unten finden Sie oft sehr harte Strömungen, aber auch wunderschöne Formationen. Formationen, die Sie bestimmt noch nie gesehen haben, die eben auch einem dann auch irgendwo etwas zurückgeben, aufgrund der schweren Arbeit, die man gemacht hat. Nun, hier besteht ein ganz neues Konzept. Ich habe Ihnen etwas erzählt über diese zentrale Wasserversorgung, die wir jetzt für 80.000 Menschen in Indonesien durchführen. In Vietnam ist es so, dass die Höhenunterschiede viel größer sind und dass die Behausungen viel vereinzelter liegen. Wir können also hier gar nicht zentral versorgen, das geht gar nicht. Vor allem die Menschen liegen auf völlig unterschiedlichen Höhen, das heißt, sie können gar keine einheitliche Druckhöhe in den Behälter aufbauen. Sie müssen viele, viele Behälter bewirtschaften, das ist technisch überhaupt nicht machbar. Und hier ist es auch so, dass die Höhlen zum Teil nur Spalten sind und dass vereinzelt kleine Gerinnsale in diese Höhlen hier reinfallen. Und da ist aber eine andere Idee jetzt zum Tragen gekommen, nämlich auch wieder mal ein ganz einfacher physikalischer Ansatz, den, wenn man ihn ausrechnet, einen dann die Dinge klar macht. Wenn Sie eine Höhle zum Beispiel haben, eine Spalte von, sagen wir mal, 100 Metern Tiefe, und in diese Spalte würde pro Sekunde würden 10 solche Flaschen Wasser reingekippt. Also quasi ein Eimer pro Sekunde würde als Wassermenge ständig in diese Höhle reinkommen. Und Sie könnten es erreichen, dass man diesen Wasser nachgeht, in Rohre fasst und hier unten eine verkapselte Pumpturbine, die wir jetzt gerade mit KSB entwickeln, anbaut, dann könnte man mit dieser geringen Wassermenge von 10 Litern pro Sekunde über 100 Metern Tiefe unter Einrechnung auch entsprechender hydraulischer Verluste, könnte man so viel Energie erzeugen, dass man etwa 800 Menschen auf 500 Metern Höhe mit 100 Litern pro Kopf und Tag versorgt. Ja, das ist quasi die Wassermenge, die Sie fast schon in unseren Regionen haben. Und wenn man ein solches verkapseltes, dezentrales System, was wie gesagt derzeit mit KSB entwickelt wird, sieht aus wie ein Torpedo, da ist also quasi eine Pumpturbine, ein Generator und eine Pumpe drin, in einem Stahlgehäuse, damit auch Steinschlag das Material, die Geräte nicht kaputt machen kann. Wenn das gelingt, dann könnten wir dort gewiss an sehr vielen Stellen solche Systeme aufbauen. Nun, ich komme zum Ende.
Sie sehen also, Schwerpunktgebiet ist seit vielen Jahren Indonesien. Ausgang war für mich mal Pakistan. Ich habe auch sehr viel Vernetzung nach Indien. China war nur 1987 mal in der Schifffahrt was. Aber Sie sehen, aufgrund der vielen Jahre haben wir tatsächlich eine Schwerpunktkonzentration auf Ostasien aufgebaut. Und meine Indonesier, die wissen, auch die Thailänder wissen genau, bis zum Ende meiner Dienstzeit habe ich denen versprochen, bleibe ich in dem Gebiet. Denn sie können nur durch Langzeitkontakt, nicht als Visiting Professor, sondern nur durch Langzeitkontakt mit vielen guten, mutigen Menschen tatsächlich was erreichen. Dann können sie auch tatsächlich Technologietransfer machen und auch einen Technologietransfer überwachen und so weit bringen und zu Ende führen, dass er dann auch in einem optimalen Zustand steht. Und was jetzt momentan ansteht, diese Idee habe ich jetzt gerade in Indonesien vorgetragen und werde jetzt versuchen, auf deutscher Seite dafür auch Unterstützung zu bekommen. Ich möchte versuchen, Indonesien ein Institut für Wasserstrukturen in Renewable Energy als ein Wissenschaftszentrum in Mitteljava aufzubauen, wo wir also die Themen Wasser, Struktur und Energie haben, alles drei Größen, die wir für den Aufbau des gesamten Landes brauchen, um sich darum die Möglichkeit zu bieten, andere Wissenschaften wie Geowissenschaften, Sozialwissenschaften anzusiedeln. Das sieht also in der Struktur so auf, wir wollen ein Institut über Water, Structure und Energy bilden für eben diese Themenstellungen und zwar eingebettet natürlich für die Menschen, für die Gesundheit und für die Stabilität des Landes, im Land selber, für die Internationalität und auch den Aufbau von technischen Standards. Und das Ganze soll umrahmt werden von ökologischen Randbedingungen und natürlich auch von ökonomischen. Das haben wir jetzt gerade als Zielrichtung vor. Das ist ja auch jetzt schon mit dem Bildungsministerium in Jakarta in den letzten zwei Wochen im Rahmen von einem einwöchigen Workshop aufgearbeitet worden. Und die Indonesier wollen folgen mit vier weiteren solchen Zentren, nämlich auf Sumatra, Sulawesi, Kalimantan und Papua-Guinea. Dieses Institut soll, wenn es von deutscher Seite finanziert werden sollte, quasi die Leitung bekommen all dieser Zentren in Indonesien. Ich hoffe, das gelingt. Denn letztendlich tun wir es für die Menschen. Für die Menschen, nämlich für die, die letztendlich heute noch klein sind, aber letztendlich, Sie sehen es hier auch an den Kleidungsstückchen, Menschen, die bitterarm sind und die letztendlich unglaublich dankbar sind und einem auch folgen in der ganzen Weise. Sogar Kinder haben uns schon natürlich aus Interesse oft geholfen, die umringen uns natürlich bei jedem Arbeiten, können Sie sich vorstellen, und natürlich dann eben auch die Menschen. Wenn Sie weiter etwas wissen wollen über den Fortgang des Projektes, wir haben eine Internetplattform iwm-indonesien.de, wo wir fortlaufend auch informieren über unsere Tätigkeiten, hier nämlich über Privin Water Supply Plant in Indonesien und weitere. Und ich sage nun Terima kasih atas perihatananda, das heißt also herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Ihnen hat es einigermaßen gefallen. Dankeschön.